Freunde der Spielkultur, wir sind zurück in Impaya. Ja, in Impaya, es gibt einen Dungeon, es gibt was zu reparieren, es gibt Imps zu beschwören und es gibt Schokolade. Vielleicht, irgendwo mal, man weiß nicht genau. Naja, jedenfalls, hallo Freunde der Spielkultur, wir sind wieder zurück bei Impaya und wir gucken jetzt mal, dass wir auch diese Mission hinter uns bringen, beziehungsweise schnell hinter uns bringen. Bam, bam, bam. Hier geht's ab. Ich bin eigentlich gespannt, wie das Ende aussieht. Ohne Kacke. Jetzt, wo ich so lange schon dabei bin, bin ich auf jeden Fall gespannt, was letztendlich dabei rauskommt. Wenn wir das Ende erreichen. Na, gut, da kann ich die Vorratskammer schon anhängen. Dann können wir hier hinten den schon einsetzen. Da ist der Ausgang, okay. Also man hat auch immer mehr Freiheiten, sein Dungeon hier vernünftig aufzubauen, habe ich das Gefühl auch. So, Küche. Da können wir auch einen schon reinsetzen. Dann machen wir... Was kaufen wir als erstes ein? Werkstatt? Nö. Rattenmensch? Nö. Trainingsraum? Nö. Obwohl Trainingsraum echt eigentlich fast das Beste ist, was man als erstes holen kann. Weil dann könnte ich die schon auf Stufe 2 direkt machen am Anfang. Komm, nehmen wir die zwei mit. Machen wir es wirklich mal. Das nächste holen wir den Priester. So. Weltkarte. Da ist mein Eingang, Ausgang. Und ich sehe, Materialien sind alle schwer zu kriegen oder sind weit weg. Ja, schicken wir den erstmal. Ach, wir wollten ihn eigentlich zu Gold schicken, ne? Hier eigentlich. Naja, egal. Jetzt müssen wir hier eben kämpfen. Ist eh nur ein Beschützer. Den machen wir eben mit zwei Blitzen fertig. Und gut ist. Bam, 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 Beschützer, du kriegst aufs Gesicht. Und das passt dir gerade nicht. Ich war mir jetzt so eine kleine Kettensäge mit Dampfanzug. Wisst ihr, wo es auch herkommt? Aus Warhammer 40k. Boah, und da wollte ich früher Warhammer 40k Space Marine gerne durchspielen. Die ganzen Dawn of War Dinger, da war der zweite echt klobig. Nee, der zweite, das Standalone Add-on vom zweiten. Das war zeitaufwendig. Da bin ich, und das war auch richtig knackig zwischendurch, aber es war richtig cool. Da habe ich auch lieber gespielt als in StarCraft. Also in StarCraft 2. In StarCraft 1 ist unantastbar. Ich bin da einfach zu oldschool, deshalb fand ich wahrscheinlich StarCraft 2 nicht optimal. Also nicht das allerbeste Spiel, was es gibt. Es war sehr solide, nenne ich das dann. Und auch wenn sie sich für ein SP irgendwie bemüht haben, beziehungsweise da wirklich viel gemacht haben mit den Sequenzen und so weiter, war ich nicht so dabei wie beim ersten Mal. Also beim ersten StarCraft, da bin ich echt bei jeder Geschichtswendung bin ich ausgerastet vom Rechner. Früher auf meinem Pentium 2 266. Da ging das ab noch. Da war echt, das war echt eine Hausnummer. Oder ich spare mir das mit dem schäumenden Mund. So, holt das Gold. Na? Blitz, Blitz. Puh, geht doch. Läuft doch. Und raus. Und zurück. Und gucken. Und zurück. Und gucken. Und wieder zurück. Und als nächstes, ach, ich habe keine Spelunke. Das erklärt einiges. Du kannst hier nicht vorbei, Kobold. Bleib schön in deinem Ding drin. Eat, sleep, slaughter.
So, wo bleibt er? Da kommt er. Sammle den Schatz auf und bring ihn schön in die Schatzkammer. Und wir können auch schon mal wieder aufhören, hier Pilze abzubauen, weil wir haben einfach schon wieder genug mit 55 erstmal. So, ist der Schatz langsam da? Gut, reingeschmissen. So, dann können wir Trupp 1 losschicken für... Für was eigentlich? Ja, für Materialien. Genauso wie Trupp 2 hier auch für Materialien los kann. Und der Baal steht hier und hat nichts zu tun. Hält die ganze Sache seine Fahne hoch, überlegt sich nichts dabei. Und dann plötzlich kommt einer aus dem Drehkreis und sagt, teleportier dich. Und total uninteressiert, beziehungsweise total banal, sagt er einfach, ach komm, dann hüpfe ich da eben dahin. Und dann sagt man wieder, geh da oben hin. Dann portet er auch darüber, ohne eine Regung zu zeigen. Eigentlich winkt er die ganze Zeit, er will wahrscheinlich sagen, befreie mich aus diesem Spiel, sonst kriege ich noch ein Hirntrauma. Man sieht ja schon, es kommt schon raus. Es ploppt schon an den Seiten raus. Oder sind das mehrere Augen? Aber warum sollte der Augen hinten am Kopf haben? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Wenn man so ganz genau darüber nachdenkt. Wenn ich den so setze... Naja, entweder kann ich hier unten noch ein zweites Vorratkammer bauen oder nicht. Wir werden sehen. Erstmal muss ich auf jeden Fall auch Imps mal wieder generieren. Überfall, Erfolg. Und transportiere das alles mal ins Lager. Die Arbeiter müssen da weg. So, Vorratskammer. Natürlich passt es nicht. Na egal. Dann machen wir halt das hier. Können wir den... Dann können wir noch vielleicht den Übungsraum machen. Genau. Gebt mir eure Seelen. Als das nachteilig Mana zu verwenden, weil die dann nicht leveln an der Stelle. Weil jeder Schlag bringt nur Level-Bonus. Die können ja gar nicht, die dunklen Zwerge hier unten. Einheiten beschwören. Haben wir nur eine einzige Einheit beschwört? Dann bauen wir mal eben die Spielunke. So, dann holen wir mal Gold. Pilze brauchen wir nicht. Ja, da oben bringt mir das auch nichts gerade. Holz braucht auch noch 20 Sekunden. Aber jetzt können wir auf jeden Fall schon bei dem Priester aufbauen. Mehr Fallen und so weiter. Schwachsinn brauchen wir nicht. So, setzen wir da auch mal den Misttypen ein. So, und hier können wir uns mal durchboxen. Oh, ich hoffe, ich kann das noch aufbauen jetzt. Das sieht mich doof aus, dass ich das gerade hier berührt habe. Das sieht mich fast so aus, wenn es jetzt buggen würde. Hahaha, Proof hat wieder... Ah, nee, doch nicht. Ach, instant umgefallen.
Egal, ich dachte schon, ich hätte einen Bug gemacht. So ist besser, dann ist halt einer tot. Läuft. So. Einheit fertig beschworen, ist okay. Stufe 2, Stufe 3 Einheiten, kostenlose Einheiten erhalten. 4 verschiedene Räume ist auch okay. Da sind wir fast auf den Weg hin. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir hier auch Mixtruppen wieder haben. So. Jetzt können beide, lässt den Feind pro Sekunde bis zu 5 Trefferpunkte verlieren. Dank Feuer. Endlich. So, dann machen wir mal. Spare ich mir den hier an der Seite? Dann müssen die nicht mehr futtern. Ach komm, wir machen auch wieder keine Futterpolitik. Fische sind Freunde, kein Futter. Ach, das war vielleicht ein bisschen unüberlegt, den hier hinzuschicken. Obwohl es sind nur 2 Level 1 Mechaniker. Das wird er noch hinkriegen. Immerhin ist das ein schlecht ausgebildeter Trupp von Soldaten. Aua, nicht auf die Hexenmeisterin. Ihr habt ja einen Schädel runterfallen lassen. Warum greifen die den Falschen die ganze Zeit an? Verdammt. Dann nochmal Hexenmeisterin bauen. So, setzen wir die mal eben da rein. Dann kann die hier direkt wieder angreifen. Überfallerfolg. Und was bringt mir das? Nix. Außer dass ich hier lauter Berserker stehen habe, gerade hier vorne. Die ich eigentlich für nix verwenden kann. Außer für eine neue Truppe, die ich in den Tod schicken kann. Was soll ich mit 4 Berserkern? So, ab in den Tod mit euch. Der Rest versucht, Materialien zu besorgen. Blitz, Blitz, Donner. Bitte nicht meine Leute angreifen. Danke. Was haben die immer gegen die Hexenmeisterin? Die macht wahrscheinlich den meisten Schaden, ne? Aua. Na gut, sie hat's überlebt. Hat hier nicht so gut funktioniert. Hier hat die Hexenmeisterin kassiert. Mal wieder. So, die Truppen habe ich verloren. Das ist aber vollkommen in Ordnung, das war ja abzusehen. So, die Schmiede können wir auch direkt mal aufbauen. Wo ist sie, wo ist sie? Ach, ich denke immer an Schmiede, aber sie haben es Werkstatt getauft. In der Fassung. Das irritiert schon. Spelunke haben wir schon, Extraktor haben wir nicht. Können wir da oben nicht setzen, können wir aber hier unten setzen. So, Vorratskammer. Können wir natürlich auch irgendwo noch setzen. Noch eine weitere. So. Ist damit auch erledigt. Übungsraum. Können wir auch setzen. Müssen wir sogar noch setzen.
Beziehungsweise müssen wir nicht, aber ist besser für uns, wenn wir ihn setzen. Weil wir ja auch Bonus kriegen durch verschiedene Räume. Heroes are entering your dungeon. So, die kommen erstmal in den Extraktor. Warum greifen die unten nicht automatisch an? Und was ist mit Baal los? Baal soll auch in den Krieg, denn der Baal... Na gut. Jetzt, wo fast alle fertig sind. Mit ihrer Ausbildung. So, dann nehmen wir das noch mit. Setzen wir mal wieder einen neuen bei den Pilzen ein. So, Einheiten beschwören, Einheiten ausrüsten. 4 von 6 unterschiedlichen beschwören. Der Zombie fehlt mir auf jeden Fall noch. Ja, und jetzt ist unsauber. Ach, egal. Dann macht der irgendwas Leichtes. Truppe 3 geht hier Schatz holen. Truppe 2 geht hier holen. Truppe 1 geht da Materialien holen. Und alle sind glücklich. Und Baal wartet wieder, dass alle zurückkommen. Everybody know it. Everybody see it. Bam, 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 bam. Was geht hier ab? Guter Zeitpunkt. Komm, ich supporte euch hier. Auch wenn unnötig. Weil ihr habt doch alles. Ihr habt doch alles einfach fertig. Kommen sie? Da kommen die Truppen zurück. Mir fehlen noch 2 Zauber. Ach ja, den einen habe ich ja vorhin verschmäht. Und der andere kommt noch. Errungenschaft Eroberer. Was bedeutet das für mich? Überfalle 300 Orte. Das bedeutet noch mehr für mich, ich habe kein Leben. Es ist wie immer. Ach, und ich kann mal hier einen Imp reinsetzen. Und ich kann dann mal die alle verstärken. Immer dieses Rumgeklicke. Ich habe diesen Move, glaube ich, in den letzten Parts 3000 Mal gemacht. Immer wieder auf ein neues. Muss ich dieses Elend drücken. Und jetzt habe ich schon wieder zu wenig Materialien. Was bedeutet auf, Freunde. Freunde der Dungeon-Kultur. Ab in den Kampf. Ach, sieht die Hexenmeisterin jetzt ein bisschen anders aus, wenn die eine Rüstung angelegt hat? Nö, die sehen alle gleich aus trotzdem, ne? Da gibt's doch keine Unterschiede. So, damit sind wir hier auch wieder fertig. Was ist jetzt noch? 2 Überfälle erfolgreiche. Die sind ja jetzt abgeschlossen. Ich könnte natürlich mal wirklich einen 4. Trupp bauen, aber diese Mission wird total unnötig sein. Ich habe Soldaten verloren. Schon wieder die Hexenmeisterin. Immer derselbe Schmarrn. Hexenmeisterin sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Ist er jetzt auf dem Heimweg oder wo sind sie? Da laufen sie. Du, 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 du. So, Arcanium. Jetzt brauchen wir ihn hier. Dann brauchen wir noch das mit den Fallen. Aber was mit den Fallen auch schwachsinnig ist. Jetzt brauche ich eine weitere Falle. Damit ich hier, das habe vier verschiedene Fallen aufbauen. Und der Rest ist total interessant. Oh, bevor ich jetzt hier meine ganzen Ressourcen verbrauche, sollte ich denen vielleicht hier mal Rüstung spendieren. Oh, hier haben auch noch nicht alle Rüstung. Ich sollte mal einfach auf die Symbole achten. So, Truppe 2, ab zum Training. Jedenfalls die eine Dame. So, jetzt haben wir drei noch übrig. Die haben wir auch schon fertig. Rattenmensch, uninteressant. Brötchengeber, uninteressant. 9 verschiedene Räume. So. Dann können wir hier das Arcanum aufbauen. Die Schamanin hat das nächste Level ihrer Sexiness erreicht. So, und Feierabend, Freunde der Spielkultur. Ende dieses Parts. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Empire. Laufen wir die Imperiaten bis zum Ende aller Zeit, aber einem Ende entgegen. In der Hoffnung, denn die stirbt zuletzt bekanntlich. So, tschüss.